Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last War. Ja, es wurde gefragt, wie nimmt man Dörfer ein und wie müssen die zusammenhängen? Also eine Allianz kann maximal 6 Dörfer halten. Wir sind THB, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei uns hängen die alle zusammen, weil es einfach, ja, es ist geografisch so ergeben hat. Aber wie ihr zum Beispiel hier bei den Main Clan von uns seht, ja, die haben hier zum Beispiel das Kapitol, THA, und haben hier nur 3 von ihren Gebiete und hier unten nur ein Gebiet. Also die haben das ein bisschen verteilt. Aber wie geht das? Also als allererstes müsst ihr, wenn ihr Allianz habt und vielleicht noch kein Gebiet besitzt, muss ein R4 oder ein R5, also der R5 oder ein R4, ein Allianzdorf vor einer anderen Allianz dazu erkoren, dass es eingenommen wird von euch. Ja, das heißt jetzt, wenn man da hergehen würde und da draufklickt, dann kann man das markieren. Das mache ich jetzt natürlich nicht, dass hier gleich ein Surferkrieg ausbricht. Ja, das kann man markieren. Und dann müssen die Jungs da hinporten, sobald der Angriff genehmigt ist, also durch ist die Wartezeit, hinporten, angreifen, das Ding dann runterprügeln. Kann natürlich sein, dass die Allianz, die das gehört, genau da Truppen reinschicken zur Verteidigung, bis zu 10 Stück. Und die müsst ihr alle niederschlagen und das Ding dann besetzen. Dann läuft ein Timer ab. Wenn ihr das besetzt habt und es euch quasi gehört, läuft der Timer ab. Und sobald der Timer abgelaufen ist, gehört es euch. Ja. Dann wollt ihr vielleicht weitermachen und sagt halt raus, zoomen, gut. Jetzt habt ihr das eingenommen zum Beispiel und ihr wollt jetzt das haben. Funktioniert genauso. Rübergehen, ein R4 oder R5 muss das markieren als Ziel. Timer läuft ab, hinporten, einnehmen und so weiter und so fort. Das könnt ihr bis zu 6 Mal machen. Dann habt ihr zum Beispiel ein zusammenhängendes Gebiet, so wie mir. Aber jetzt sagt ihr, haha, ich hätte aber gern diese Viererstadt hier. Oder ja, die hätte ich jetzt gern. Oder da die Fünfer Großstadt, die hätte ich jetzt noch gern. Weil wir haben schon eine Fünfer Großstadt. Jetzt wollen wir die auch noch haben. Aber wie kommen wir da hin? Ja, als erstes müssen wir natürlich ein Gebiet aufgeben. Ja, das geht genauso. Wo ist jetzt das Hauptgebäude? Da ist. Da draufklicken. Dann kann ein R4 draufklicken auf Aufgeben. Das dauert dann eine Stunde, läuft ein Timer ab und dann wird das Gebiet aufgegeben nach einer Stunde, dann ist es neutral und ihr habt bloß nur 5. Dann müssen wir jetzt das einnehmen und dann das einnehmen. So wie wir es vorhin erklärt haben, das wird als Ziel markiert, Timer läuft ab, hinporten, einnehmen, halten, dann zum nächsten. Dann haben wir jetzt quasi das hier erobert. Ja, jetzt sagen wir aber, die Stadt brauchen wir jetzt hier nicht. Dann kann ich die aufgeben. Ist kein Problem. Dann kann ich das aber trotzdem halten. Also das bleibt unser Eigentum. Auch wenn das dazwischen auf einmal weg ist. Dann kann man das da oben dann zum Beispiel wiederholen. Ja. Also es muss, bis hier runter müsst ihr das zusammenhängend haben. Und danach könnt ihr das aufgeben. Zum Beispiel. Ja, oder wenn ihr jetzt hier irgendwo durch die 1er Level durch müsst oder durch die 2er Level, weil ihr da auf das 3er wollt, dann marschiert ihr hier durch. Nehmt das ein, könnt das wieder aufgeben, ja, und könnt trotzdem das behalten. Das ist dann kein Problem. Ja, bei unserem Server zum Beispiel so, für das Kapitol brauchst du eine angrenzende 6er Level. Also das, das oder das. Und bei uns ist es so, dass der Server recht gut zusammenhält und die Führung des Kapitols wöchentlich wechselt. Und dann darf die jeweilige Haupt Allianz, die das Kapitol für die Woche hat, hier einmal durchmarschieren, dass sie hierher kommt, eins von den Dinger hier besetzen, gibt die anderen dann wieder auf, also hier unser Main-Clan ist hier durchmarschiert, hat das hier eingenommen, die haben wir wieder aufgegeben, die haben sie das dann wieder zurückgeholt. Ja. Aber trotzdem haben wir immer nur das hier. Genau, so läuft es. Und das ist eigentlich die ganze Hexerei an dem Sache. Also maximal 6 Felder. Sie müssen zusammenhängen, wenn ihr weiter marschieren wollt und einnehmen. Und danach könnt ihr die dahinterliegenden wieder aufgeben. Ja. Genau. So ist es.
Wenn ihr noch Fragen habt, gern unten in die Kommentarleiste einfügen. Dann machen wir wieder ein neues Video. Ich sage dabei einmal Danke. Abo war natürlich super toll und ein Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Also bis dann. Servus.